Ja, willkommen zur neunten Woche, zur neunten Vorlesung Betriebssysteme und Rechnernetze im Sommersemester 2021. Letzte Woche hatten wir das Thema Betriebssysteme abgeschlossen mit der Interprozesskommunikation und diese Woche beginnen wir jetzt was ganz anderes. Wir fangen jetzt mit dem Bereich Rechnernetze an. Ja, in diesem Foliensatz schauen wir uns jetzt einige Grundlagen der Rechnernetze an, vor allem einige grundlegende Begriffe. Also es geht erstmal um Begriffe, die Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben, in dem einen oder anderen Kontext, zum Beispiel parallel und seriell. Oder Bitrate, Baudrate, Bandbreite und Latenz. Aber auch so Sachen wie Simplex und Duplex und Halbduplex. Und nach diesen grundlegenden Begriffen schauen wir uns die Protokolle an. Also wir fangen an mit dem Thema Protokolle. Eigentlich zieht sich jetzt das Thema Protokolle durch den ganzen Rest des Semesters. Weil die Protokolle, die sind also elementar für die Art und Weise, wie die Rechnernetze funktionieren. Wir haben da Protokolle auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und diese Protokolle, dementsprechend also diese Ebenen, die können unterschiedlich organisiert werden und dargestellt werden und das geschieht mit Hilfe der Referenzmodelle. Und da schauen wir uns drei Referenzmodelle an und wie die zusammenhängen. Ja, auch für diesen siebten Foliensatz gibt es natürlich ein eigenes Übungsblatt. Das ist dann das Übungsblatt 7. Und das kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich das dann auch anschauen. Das ist jetzt so ein klein bisschen Wiederholung eigentlich, weil so eine Folie hatten wir im ersten Foliensatz auch. Die Frage, wo stehen wir eigentlich in der Informatik? Sie erinnern sich, wir haben vier Hauptgebiete in der Informatik: praktische, technische, theoretische Informatik und die Mathematik. Und so wie die Betriebssysteme sind auch die Rechnernetze so an der Schnittstelle zwischen der praktischen und der technischen Informatik. Deutlich mehr auf der Seite der praktischen Informatik angesiedelt, aber schon auch noch auf der technischen Seite, weil klar, wir haben hier auch Hardware, wir haben auch Verbindungen, also Übertragungsmedien zwischen den Komponenten und wir müssen Daten über die Übertragungsmedien übermitteln. Das ist natürlich dann auch technische Informatik. Ja, fangen wir an mit dem ganz Grundsätzlichen. Was brauchen wir eigentlich, wenn wir ein Rechnernetz wollen, wenn wir ein Computernetz aufbauen wollen? Wir brauchen verschiedene Komponenten. Die ersten beiden hier auf dieser Folie, da würden die meisten noch so drauf kommen, ja, das ist naheliegend. Also erstmal brauchen wir Endgeräte. Wir brauchen also die Geräte, die miteinander kommunizieren wollen oder die gemeinsam Ressourcen nutzen wollen. Darum geht es eigentlich immer. Es geht also immer entweder um diesen Datentransport von A nach B oder um gemeinsame Ressourcennutzung. Und wenn Sie letzte Woche dabei waren oder sich die Aufnahme von der letzten Woche angeschaut haben, dann wird Ihnen das jetzt ein bisschen bekannt vorkommen. Bei der Interprozesskommunikation war es ja genauso. Ja? Da hatten wir auch entweder Datentransport von A nach B oder gemeinsame Ressourcennutzung. Gut, als zweites brauchen wir Übertragungsmedien, mindestens mal eins, um diesen Datenaustausch zu bewerkstelligen. Wir können entweder leitungsgebundene Übertragungsmedien nutzen,
Das bekannteste sind da natürlich die Twisted-Pair-Kabel, gibt aber noch Alternativen, zum Beispiel Koaxialkabel oder wenn wir jetzt eine ganz andere Technologie denken, zum Beispiel Lichtwellenleiter oder man macht Funknetze. Ja, und dann kommt noch die dritte Komponente. Mindestens genauso wichtig, würden aber jetzt intuitiv die wenigsten drauf kommen, und das sind die Protokolle. Wir brauchen also Regeln, die definieren, wie die Kommunikation abläuft. Und das ist so, wie wenn Sie auf den Wochenmarkt gehen und Sie sehen da was an einem Stand und wollen es kaufen, dann müssen Sie auch mit dem Händler sich einigen. Ja? Sie müssen über die Ware reden, sie müssen über die Menge reden, sie müssen über den Preis reden. Und sie brauchen also Regeln, sie brauchen ein Vokabular und sie brauchen Regeln, damit sie also erfolgreich da interagieren können. Und so ist es auch bei Rechnernetzen, ja, diese Protokolle, die definieren dann also unter anderem Aufbau und Abbau einer Verbindung, was passiert im Fehlerfall, welches Vokabular ist gültig und dergleichen. Ja, kommen wir zu einigen grundlegenden Begriffen. Ich bin mir sicher, ein paar von denen haben Sie schon mal gehört. Nichtsdestotrotz ist es immer schwierig, solche Begriffe aus dem Stegreif dann zu definieren. Darum geht es aber. Also, wenn Sie es richtig verstanden und durchdrungen haben, dann müssten Sie solche Begriffe auch einfach erklären und definieren können. Fangen wir einfach an mit parallel und seriell. Also bei paralleler Datenübertragung ist es so, dass wir mehrere Datenleitungen vorliegen haben. Also wir haben immer Steuerleitungen, wie viele hängt von der Technologie ab. Und wir haben Datenleitungen. Ja. Ganz klassisches Beispiel für eine Technologie mit paralleler Datenübertragung sind diese alten Anschlüsse für Drucker, die man bis vor 2 Jahrzehnten, würde ich mal sagen, an jedem Computer finden konnte. Das waren diese 25-poligen Stecker. Ich habe da mal ein Foto hier von einem auf die Folie. Und Sie sehen, diese 25 Pins, die sind also alle belegt. Teilweise mehrfach belegt, also teilweise mit der gleichen Funktion. Also wir haben hier zum Beispiel sehr viele Pins, die auf Masse liegen. Aber wir sehen hier auch in dem Fall jetzt 8 Datenleitungen. Das heißt also, man kann mit dieser Technologie ein komplettes Byte, 8 Bit, pro Zeit, also je nach Taktung, übertragen. Im Vergleich zu einer Technologie mit der gleichen Taktung jetzt, die weniger Datenleitungen hat oder sogar nur eine Datenleitung, wäre das dann also performanter. Ja. Allerdings ist es natürlich auch kostenintensiv, weil Datenleitungen heißen nichts anderes als Kupferdrähte in dem Fall. Und Kupfer ist ein wertvoller Rohstoff. Wenn Sie jetzt an ein Kabel denken, da ist es jetzt keine große Sache vielleicht, aber Sie müssen jetzt im globalen Kontext denken, ja. Wenn so eine Technologie global etabliert ist, dann reden wir ja hier über viele Millionen, Abermillionen Kabel und Komponenten und dann ist das schon was. Genau. Es ist also kostenintensiv und auch sehr aufwendig. Kabel sind dann natürlich auch dicker, weil man mehr Leitung braucht. Und ja, wo wird sowas jetzt eingesetzt? Ich habe jetzt mal hier einige Beispiele hier auf der Folie und da wird Ihnen auffallen, das sind jetzt keine Technologien, die wir zur Vernetzung von Rechnern nehmen. Das sind alles lokale Bussystemanwendungen, entweder in der Maschine drin oder zum Anschluss von Peripheriegeräten. Und es sind auch nicht unbedingt die aktuellen Vertreter für lokale Bussystemtechnologien. Es sind eher veraltete Technologien.
Der Grund ist die Alternative. Die serielle Datenübertragung hat sich in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr durchgesetzt, einfach wegen der genannten Vorteile. Es ist halt preisgünstiger und braucht weniger Platz. Serielle Datenübertragung heißt, wir haben nur eine Datenleitung pro Richtung. Eventuell haben wir sogar überhaupt nur eine Datenleitung. Das heißt, es dauert also länger im Vergleich zu paralleler Datenübertragung. Allerdings, die Vorteile überwiegen in den allermeisten Anwendungen. Und das ist dann auch der Standard für Netzwerktechnologien. Also wenn wir jetzt mal schauen, hier unten diese Liste, typische Vertreter, ja, Ethernet oder USB, der CAN-Bus, wie wir ihn in PKWs, in Fahrzeugen finden, FireWire, und dann hier noch einige andere Netzwerktechnologien, zum Beispiel, wie sie im High-Performance-Computing-Bereich etabliert sind. Das ist alles seriell. Ja. Ich habe hier mal als Vergleich denselben Stecker wie auf der Folie vorher, aber jetzt als serielle Schnittstelle, als RS-232 abgebildet. Und da sehen wir, es sind nur sehr wenige Pins belegt. Und hier haben wir diese rot dargestellten Einträge. Das sind dann also die Leitungen zum Senden und zum Empfangen. Also wir haben hier für jede Richtung haben wir dann eine Datenleitung. Jetzt im Vergleich hier zu paralleler Datenübertragung. Ja, kommen wir zu drei anderen Begriffen, die grundlegend sind, die uns dann auch immer mal wieder begegnen werden. Und die beschreiben die Richtungsabhängigkeit einer Datenübertragung. Zum einen gibt es Datenübertragungen, die sind Simplex. Simplex heißt, wir haben Datentransfer nur in eine Richtung. Und typische Beispiele hier, zum Beispiel terrestrisches Radio oder Fernsehen. Sie können es empfangen, Sie können aber nichts zurückschicken. Oder das kennen Sie vielleicht aus der Systemgastronomie, Pager. Ja, Sie geben eine Bestellung auf und dann kriegen Sie so ein kleines Kästchen. Und wenn dann Ihr Essen fertig ist, dann vibriert dieses Kästchen und dann können Sie also vorgehen an den Tresen und können Ihr Essen abholen. Da können Sie auch nichts zurückschicken. Solche Pager, die gab es in den 90ern recht häufig auch quasi als preisgünstige Alternative zu Mobiltelefonen. Das hat man dann Kindern und Jugendlichen gerne gegeben. Bei Rettungseinsatzkräften war das auch sehr beliebt. Da konnte man also Informationen hinschicken, man konnte aber nicht zurückrufen oder nichts zurückschicken. Ja, als nächstes haben wir Duplex. Duplex gibt es einmal als Halbduplex oder Vollduplex. Vollduplex heißt, wir haben Datentransfer, Informationstransfer in beide Richtungen gleichzeitig. Das ist zum Beispiel beim Telefon so, da kann man sich parallel gegenseitig anschreien, das kennen Sie ja. Oder Rechnernetz mit Twisted-Pair-Kabeln, da haben wir auch Leitungen zum Senden und Empfangen. Alternativ Halbduplex, das heißt, wir haben Datentransfer in beide Richtungen möglich, aber nicht gleichzeitig. Klassische Beispiele hier Glasfaser oder Koaxialkabel. Da kann man halt immer nur in eine Richtung pro Zeit übertragen. Oder Funknetze mit nur einem Kanal, zum Beispiel WLAN. Da nutzt das Funknetz einen Kanal und alle Teilnehmer, alle Geräte, die in dem Funknetz angemeldet sind, die müssen sich diesen Kanal teilen und es kann immer nur einer pro Zeit senden. Ja. Duplex das Telefon, das geht von einem klassischen Telefon aus. Ja, ganz klassisch. Okay. Mittlerweile läuft das ja aber alles über Voice-over-IP. Genau. Und wenn da jetzt steht, das Netzwerk auf Basis von Glasfaserkabeln,
auch immer nur sich abwechseln können, dann sind die Zeiteinheiten aber doch einfach super klein, oder? Sonst Die funktioniert sind es auch nicht. super klein, ja. Also das heißt, jedes Mal, auch wenn wir jetzt gerade reden, dann sind wir einfach ganz schnell abwechselnd dran, oder wie? Sodass wir trotzdem gleichzeitig reden können. Ja, das merken Sie nicht, so klein sind diese Abstände. Also Okay, aber sonst mein alles super. Client zum Beispiel, also mein Laptop, der hängt ja jetzt auch in einem WLAN und das WLAN nutzt ja einen Kanal bis zum WLAN-Router und trotzdem merken wir das jetzt nicht. Ja. Also hier sind ja auch sehr viele Geräte in meinem Funknetz und die senden ja hin und wieder dann auch was und trotzdem also trotzdem merken wir diese Unterbrechung jetzt nicht wirklich. Das meine ich. Das heißt, so ist das, wie das dann funktioniert. Das ist einfach, der Wechsel ist einfach nur super schnell. Ja, Okay. oder sagen wir mal anders. Die Dateneinheiten, also jetzt auf Netzwerkbasis, das sind dann die Rahmen, die sogenannten Rahmen, die sind halt jetzt nicht sonderlich groß. Und immer wenn ein Rahmen gesendet ist, dann wird neu ausgemacht, wer jetzt als nächstes senden darf. Ja. Also die Einheiten sind also sehr klein und nach jeder Einheit, die übertragen wird, wird dann neu geschaut, wer sendet jetzt. Aber es ist halt einfach auch die Geschwindigkeit, ja. Wir merken das dann dadurch nicht wirklich. Dankeschön. Gerne. Genau, ich habe noch ein paar Begriffe, aber keine Sorge, es ist endlich. Also Sie sehen das ja hier oben an der Struktur der Folie. Wie gesagt, viele dieser Begriffe haben Sie ja schon mal gehört oder kommen Ihnen bekannt vor. Trotzdem ist es gut, wenn wir die einmal richtig durchsprechen, damit Sie dann da auch, sagen wir mal, auf einem Wissenslevel sind. Der erste Begriff, den kennen Sie garantiert, Bitrate, der erklärt sich ja schon von sich selbst. Also einfach die Anzahl der übertragenen Bit pro Zeit, also pro Sekunde. Und der nächste Begriff, den hat man vielleicht auch schon mal gehört, aber den zu erklären ist ein bisschen schwieriger. Und das ist die Baudrate. Baudrate oder die Bauds, das sind die übertragenen Symbole pro Sekunde. Jetzt ist die Frage, was ist ein Symbol? Einfach gesagt, ein Symbol ist quasi ein physikalischer Signalpegel, der für eine gewisse Dauer übertragen wird. Und Sie können aber nicht unendlich viele Pegelwechsel pro Zeit haben. Je mehr Pegelwechsel Sie haben können pro Zeit, desto schneller funktioniert Ihr Netz. Weil wir kodieren ja unsere digitalen Informationen, also unsere Binärinformationen, die kodieren wir ja in physische Signalpegel. Und weil wir übertragen immer digitale Daten über analoge Übertragungsmedien, ja, also Strom an, Strom aus, Licht an, Licht aus, Funkwellen. Und diese Kodierung von digitalen Daten in analoge Signalpegel, das ist ein limitierender Faktor, das geht nicht unendlich schnell. Und das ist, wie gesagt, elementar für die Performance. So, also Bauds sind die Symbole. Am einfachsten können Sie es vielleicht merken, wenn Sie an das Morse-Alphabet denken. Da gibt es ja auch Symbole, also Punkt und Strich. Es gibt auch noch die Pause, die vergisst man meistens, aber egal. Also es gibt ja diese Punkte und Striche. Und je nachdem, was Sie übertragen wollen, brauchen Sie unterschiedlich viele Symbole. Nicht jeder Buchstaben hat gleich viele Symbole. Ja, beim Morse-Alphabet, ein E ist, glaube ich, nur ein Symbol und selten verwendete Buchstaben sind dann mehrere Symbole. Generell, jede Netzwerktechnologie, egal jetzt ob Ethernet oder WLAN oder Bluetooth, egal was Sie verwenden, implementiert einen Leitungscode. Und der Leitungscode, das ist die Regel, das ist das Regelwerk, was definiert, wie die digitalen Informationen, also die Einsen und Nullen, in physische
Signalpegel übertragen werden, wie die kodiert werden. Ich habe hier mal zwei Beispiele auf der Folie. Einmal die NRZ-Kodierung, Non-Return to Zero, weil die einfach sehr intuitiv ist und die wird auch durchaus in Kombination mit anderen Verfahren häufig eingesetzt. Und da sehen wir, da wird einfach eine 0 als ein Signalpegel übertragen, eine 0 in einer Taktzelle und eine 1 in einer Taktzelle, die wird als ein anderer Signalpegel übertragen. Also das ist ein sehr einfaches Verfahren. Und wir sehen jetzt hier, wenn wir zum Beispiel 10 Bit übertragen wollen, dann brauchen wir hier 10 Symbole. Ja, also 10 mal entweder der eine Signalpegel oder der andere und dann in Kombination. Das heißt also, das Verhältnis von Bitrate und Baudrate hier ist 100%. 1 zu 1. Also die Effizienz ist 100%. Anderes Beispiel hier, die Manchester-Kodierung. Die Manchester-Kodierung ist bei Ethernet mit 10 Mbit der Leitungscode, der verwendet wird. Und wir sehen hier bei der Manchester-Kodierung, da haben wir 2 Signalpegel pro Bit, das wir übertragen wollen. Also eine 0, eine logische 0, wird hier als steigende Flanke kodiert. Das heißt also, für eine halbe Taktzelle haben wir, oder für einen halben Takt haben wir einen niedrigen Signalpegel und dann für die restliche Hälfte des Takts haben wir einen hohen Signalpegel. Und bei einer 1 ist es also genau umgekehrt. Da haben wir in der ersten Hälfte also einen hohen Signalpegel und in der zweiten Hälfte des Takts haben wir dann einen niedrigen Signalpegel. Das heißt, wir brauchen hier also 2 Symbole pro Bit. Das heißt also hier die Effizienz, das Verhältnis von Bitrate und Baudrate ist jetzt nur noch 50%. Ja, wir können nicht unendlich viele Symbole pro Zeit übertragen, weil das führt wieder zu Effekten. Also dann müssten wir höher takten und wenn wir höher takten, dann sinkt aber die maximale Entfernung, die wir überbrücken können, weil dann die Signalabschwächung mehr zum Tragen kommt. Das heißt also, diese Effizienz ist sehr wichtig, um zu definieren, ist eine Netzwerkimplementierung, ist die eher gut oder eher nicht so gut. Also ja, also zu dem Thema Leitungscode könnte man sehr, sehr viel erzählen. Es ist leider eines der Gebiete, die ich massiv abrasiert habe für dieses Modul, weil ich ja einfach sehr viel Platz schaffen musste, weil ja die Betriebssysteme auch noch reinkommen mussten. Deshalb werden wir zum Thema Leitungscode fast nichts mehr haben dieses Semester. Versuchen Sie aber... Ja? Allgemeine Frage. Ja. Also, dass das bei der arithmetischen Berechnung in der Recheneinheit nicht funktioniert, ich glaube, das ist relativ klar, aber warum benutzen wir eigentlich nicht bei der... Also, warum benutzen wir bei der Übertragung nur eine binäre Form, also immer nur 0 und 1 und nicht Abstufung jetzt zum Beispiel mit verschiedenen Spannungen? Das tun wir. Also, es gibt auch sehr viele Netzwerktechnologien, die also mehrere Signalpegel verwenden. Also das ist auch Stand der Technik bei modernen. Ja, also es gibt Netzwerktechnologien, die halt nur 2 Zustände kennen. Es gibt aber auch welche, die viele Zustände kennen. Genauso wie Sie es jetzt gesagt haben, bei den elektrischen Leitern, da kann man natürlich diese unterschiedlichen Pegel haben, hat man dann auch. Aber denken Sie jetzt zum Beispiel an Lichtwellenleiter. Ja? Licht an oder Licht aus? Könnte man da nicht verschiedene Wellenlängen benutzen? Das Problem ist, oder nee, jetzt sagen wir was anders, die Übertragungsmedien sind immer für einen bestimmten Frequenzbereich ausgelegt. Und also verschiedene Wellenlängen kann man da nicht nehmen. Es gibt Lichtwellenleiter, da kann man mehrere Übertragungswege in einem Medium haben. Das ist dann durch die Reflexion. Und da hat man dann tatsächlich also mehrere Lichtwege im Glas. Also ist ja in der Regel Kunststoff.
Aber jetzt so im einfachen Fall, also zum Beispiel diese Monomode-Fasern, das ist dann also ein dünner Glasfaser oder Kunststoffstrang, und da haben sie also einen Lichtweg, ja, und dann kann man in eine Richtung pro Zeit senden oder empfangen, senden, und dann ist immer, ja, es sind halt Lichtsignale, also Licht an oder Licht aus. Ja. Das heißt also, wir haben Netzwerktechnologien mit zwei oder mehr Signalpegeln. Genau. Ja, noch abschließend, also den Leitungscode, den können Sie nicht selber festlegen. Das ist immer für jede Netzwerktechnologie definiert. Und ja, der definiert dann einfach, wie werden die digitalen, wie wird der Bitstrom in analoge Signale für das Übertragungsmedium, für die Netzwerktechnologie übertragen und dann auch wieder zurück kodiert. Ja, ich habe noch zwei Begriffe. Bandbreite und Latenz. Der erste ist einfach, der nächste ist ein bisschen schwieriger. Bandbreite ist einfach auch, wie viele Bit können wir pro Zeit übertragen. Das ist quasi fast das gleiche wie die Bitrate. Das heißt also, zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Mbit pro Sekunde denken, dann würde das also bedeuten, die Bandbreite oder Datendurchsatzrate ist dann also 1 Million Bit pro Sekunde. Das wäre jetzt, also das gleiche wie die Bitrate, aber man kann ja auch mal ein bisschen tiefer reingucken. Denken wir jetzt mal das eine Mbit, dann würde das also bedeuten, ein Bit ist quasi 1 Millionstel Sekunde lang auf dem Medium oder breit. Also eine Millisekunde. Wenn wir jetzt also die Bandbreite verdoppeln, dann heißt es ja effektiv, dass wir also doppelt so viele Bit pro Sekunde übertragen, und dann werden die Bit auf dem Medium also kleiner. Warum ist das relevant? Je höher die Bandbreite, also je mehr Bit pro Zeit auf dem Medium, desto höher ist ja dann auch die Frequenz. Und eine hohe Frequenz sorgt für eine stärkere Signalabschwächung. Das heißt also, die analogen Signale, die werden ja über die Distanz immer schwächer. Das kennen Sie ja von Funknetzen. Wenn Sie weiter weggehen vom Router, dann wird die Signalqualität schlechter. Das ist auch bei kabelgebundenen Netzen so. Und die Frequenz ist da dafür auch sehr wichtig, also ist da ein wichtiger Faktor. Höhere Frequenz heißt stärkere Signalabschwächung. Ist auch so, je mehr Bits Sie also pro Zeit da auf dem Medium haben, desto stärker schlagen auch Einflüsse von außen durch. Also Störungen. Ja, kommen wir zum zweiten Begriff, die Latenz. Latenz hat man schon mal gehört, im Zusammenhang mit Internetanschlüssen zum Beispiel. Also da weiß man ja immer, hohe Latenz ist also nicht so gut, ja. Gerade im Bereich Computerspiele zum Beispiel, da heißt dann immer, oh, die Latenz, die muss sehr klein sein. Latenz ist die Zeit, die eine Nachricht im Netz braucht, um von einem Ende zum anderen zu gelangen. Und woraus besteht jetzt die Latenz? Also wie kann man die berechnen? Was beeinflusst die? Die Latenz, ich habe es hier dargestellt, die besteht aus drei Komponenten. Das ist einmal die Ausbreitungsverzögerung, es ist die Übertragungsverzögerung und die Wartezeit. Sieht auf den ersten Blick jetzt mal ein bisschen kompliziert aus, aber diese drei Komponenten, die kann man sehr gut erklären. Also einmal erst die Ausbreitungsverzögerung. Die hängt ab von der Distanz, die man überbrücken will, und von der Geschwindigkeit, mit der Signale auf dem Übertragungsmedium übertragen werden.
Also Ausbreitungsverzögerung berechnet sich aus der Entfernung geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit mal den Ausbreitungsfaktor. Also die Entfernung, das ist einfach die Distanz, ja, die Länge der Netzwerkverbindung, um die es uns geht. Lichtgeschwindigkeit ist eine Konstante, ja, das sind knapp 300 Millionen Meter pro Sekunde. Und der Ausbreitungsfaktor, in der Literatur heißt er auch gerne mal der Verkürzungsfaktor, der hängt ab vom Übertragungsmedium. Also im Vakuum, also da würden wir die Lichtgeschwindigkeit gar nicht verkürzen. Ja, da hätten wir also volle Lichtgeschwindigkeit für unsere Signale. Bei Twisted-Pair-Kabeln sind wir also deutlich langsamer. Das ist es also etwa 60% von der Lichtgeschwindigkeit. Bei Glasfaserkabeln sind es etwa 67% von der Lichtgeschwindigkeit und bei Koaxialkabeln, die schlagen sich erstaunlich gut, sind es 77% etwa von der Lichtgeschwindigkeit. Noch eine Frage dazu. Ja. Warum schreien dann alle nach Glasfaser und nicht nach Koaxialkabeln? Keine Ahnung. Da ist vielleicht die Signalabschwächung einfach nicht so schlimm. Ich weiß, also ich kann es Ihnen nicht sagen. Dafür bin ich nicht tief genug drin. Also man kann über Koaxialkabel schon sehr performant übertragen. Also es gibt ja auch es gibt ja Anbieter für Triple Play, also Fernsehen und Internet und Telefon und alles über TV-Kabel, die glaube ich auch bis Gigabit und so übertragen. Also man kann da schon sehr performant das machen. Glasfaser hat viele Vorteile. Ein Vorteil ist zum Beispiel, dass ihnen keiner die Kabel klaut, weil kein Kupfer drin ist. Es ist natürlich auch unabhängig von elektromagnetischen Einflüssen. Solche Dinge. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist jetzt natürlich auch gerade modern. Aber man kann schon viele gute Sachen machen, ohne die Erde aufzureißen, sag ich mal, ja. Also ich glaube, ich würde eher in Funknetze investieren, als Gräben graben und Glasfaserkabel verbuddeln. Ich weiß es nicht. Na gut. Die zweite Komponente, die Übertragungsverzögerung, die hängt also ganz von der Größe der Nachricht ab und von der Geschwindigkeit des Netzes an sich. Also Übertragungsverzögerung ist die Nachrichtengröße geteilt durch die Bandbreite. Und würden wir jetzt nur ein einzelnes Bit übertragen, was wir natürlich in der Praxis nie tun, dann wäre die Übertragungsverzögerung 0. Ja, und das Letzte, die Wartezeit. Wartezeit haben wir auch nur, wenn wir Geräte zwischen uns und dem Ziel haben, also zum Beispiel Switche oder sonstige Gateways, weil hier haben wir Wartezeiten, weil Geräte zwischen uns und dem Ziel, die müssen ja die Informationen empfangen, sie müssen sie puffern, müssen sie verarbeiten und dann wieder puffern, also Sendepuffer und dann rausschicken. Und das kostet einfach Zeit, ja, das sind diese Wartezeiten bei einer Direktverbindung. Haben wir keine Wartezeit, da ist die Wartezeit 0. Genau. Wenn wir jetzt also die Latenz verstanden haben, dann können wir da auch ganz interessante Rechenspielchen machen, zum Beispiel. Wir können zum Beispiel das Volumen einer Netzwerkverbindung berechnen. Das ist das sogenannte Bandbreiteverzögerungsprodukt. Und dazu muss man wissen, also wir wissen ja, die Signale, die sind ja nicht unendlich schnell auf dem Übertragungsmedium. Das geht ja nicht. Also schneller wie die Lichtgeschwindigkeit geht ja eh nicht. Und weil wir ja auf der Erde in der Regel kein Vakuum zwischen uns und dem Ziel haben, sind wir also ja auch deutlich langsamer als die Lichtgeschwindigkeit. Und das Produkt aus der Bandbreite und der Latenz, das ist also die maximale Anzahl von Bit, die sich zwischen uns, dem Sender und dem Empfänger, dem Ziel befinden können auf dem Übertragungsweg. Wenn wir jetzt mal ganz einfach Zahlen nehmen, die man also gut rechnen kann, zum Beispiel ein Netzwerk mit 100 Mbit
pro Sekunde Bandbreite und 10 Millisekunden Latenz. Dann multiplizieren wir das jetzt. Wir berechnen also das Produkt, ja. 100 Millionen Bit pro Sekunde mal 0,01 Sekunden. Dann kommen wir auf 1 Million Bit. 1 Million Bits. Teilen wir das jetzt so, dass wir also auf die Kilobyte, teilen wir es erstmal durch 8, dann kommen wir auf die Byte, dann haben wir 125.000 Byte. Und wenn wir das jetzt noch umrechnen in Kilobyte, also durch 1024, dann kommen wir auf 123 Kilobyte pro Sekunde. Entschuldigung, ach Quatsch, nicht pro Sekunde, 123 Kilobyte. Das ist also die Menge der Daten, die sich dann zwischen Sender und Empfänger befinden kann, die also schon abgeschickt sind, aber noch nicht angekommen sind. Jetzt würden Sie sagen, in so einem Fall 128 Kilobyte, das ist jetzt nicht so viel, ja. Aber jetzt, es ist auch nicht nichts, ja. Stellen Sie sich vor, Sie spielen ein Netzwerkspiel zum Beispiel und Sie schießen immer Löcher in die Luft, ja, oder treffen immer nur die Wand, weil Ihr Gegner, der ist schon eine Ecke weiter gerannt. Das kann dann unter Umständen daran liegen, ja. Wenn die Latenz hoch ist, dann haben Sie natürlich auch mehr Daten auf der Leitung, die einfach noch nicht angekommen sind, die noch nicht verarbeitet sind. Und dann ziehen Sie aus dem Grund vielleicht häufig mal den Kürzeren. Ja. Also Latenz immer schön klein halten, sonst wird es schwierig mit der Live-Situation. Gut. So, ja. Ich stelle eigentlich auch oft auch eine Frage. Sie Ja. haben gerade gemeint, 123 Kilobyte pro Sekunde. Oder Ja. haben Sie sich irgendwie korrigiert? Aber irgendwo sehe ich Nicht pro Sekunde, nee, nee, hier sind keine Sekunden. Sehen Sie? Hier aber sind keine okay. Sekunden. Nein, nein, nicht pro Sekunde. Nein, 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 nein. Kilobyte, das ist die Menge der Daten, die sich zwischen Sender und Ziel in dem Fall befinden kann. Die Sekunde, das war falsch. Hier ist jetzt nichts mit Sekunde. Sehen Sie hier in der Formel, die Sekunden haben sich Ja. weggekürzt. Es gibt jetzt hier keine Sekunde mehr. Ja, verstehe ich, aber die Daten kommen dann an quasi und das wird dann nochmal neu geregelt oder? Nein, pass auf, das können Sie sich einfach vorstellen. Denken Sie mal an ein Wasserrohr. Okay? Wasserquelle und Wasserzie da, wo das Wasser entnommen wird. Dann haben Sie ja auch immer Wasser im Rohr. Verstehen Sie? Das Wasser ist quasi schon losgeflossen oder schon raus aus der Quelle, aber es ist ja noch nicht angekommen. Und bei einer Datenübertragung ist es genauso. Sie haben Informationen, also Sie haben Signale, die sind schon rausgeschickt, aber die sind ja noch nicht angekommen, die sind ja noch auf dem Weg. Okay. Und Somit werden dann keine neuen Daten aufgenommen, also quasi. na, darum geht's nicht. Sie haben eine gewisse Anzahl Informationen, die schon rausgeschickt sind, aber die noch nicht angekommen sind. Und wenn Sie jetzt eine sehr zeitkritische Anwendung haben, und das beste Beispiel, was mir da jetzt einfällt, sind also diese Spiele, ja, wo also mehrere auf einem Server spielen und wo es dann also zeitlich kritisch ist. Dann haben Sie also Daten, die haben Sie schon rausgeschickt, aber die sind noch nicht auf dem Server angekommen. Und selbst wenn die schon angekommen und wenn die angekommen sind, dann müssen die ja auch erst verarbeitet werden. Das heißt also, die Latenz hat da einen sehr hohen Einfluss. Ja. Und mit steigender Bandbreite steigt dann also auch dieser Einfluss. Ganz kurze Frage noch dazu. Ja. Das heißt aber doch, dass ich zum Beispiel in solchen Spielen eher einen Vorteil habe, wenn meine Leitung schlechter ist, oder? Also von der Bandbreite. Ja, aber dann haben Sie aus anderen Gründen wahrscheinlich weniger Spaß. Ja, Das, dann also stimmt das das. ist ja dann damit, ja. Ist ja die Frage, wo da so der Sweet Spot ist. Also es gab oder gibt Anbieter für Internetanschlüsse, die ja
besondere Tarife für geringe Latenz haben oder so Zusatzangebote, ja. Und da sieht man halt diesen Effekt, ja. Also der ist, den kann man dann berechnen. Wenn Sie also die Latenz berechnen können, und die Bandbreite, die kennen Sie ja wahrscheinlich, dann können Sie also genau ausrechnen, wie viele Daten sich maximal zwischen Ihnen und dem Ziel befinden können, die Sie rausgeschickt haben oder die noch nicht da sind. Also ist vielleicht ein gutes Argument, wenn Sie gerne solche Spiele spielen und Sie häufiger mal in die Luft schießen oder so und Sie sich dann vor Ihren Freunden rechtfertigen müssen, dann können Sie das denen ja hier vorrechnen. Sagen, es ist natürlich die Leitung schuld und nicht ich. Genau, dann ist natürlich immer die Leitung schuld. Sehr gut. Genau, so viel jetzt also zu den hochspannenden Grundlagenbegriffen. Kommen wir jetzt zu den wirklich ganz elementaren, zu den Protokollen. Also ich habe es ja schon vorweggenommen, was diese Protokolle tun. Die Protokolle, sagen wir es mal ganz korrekt, die Protokolle definieren die Syntax und die Semantik. Ja, diese beiden Begriffe, die werden Ihnen ja auch immer wieder begegnen in der Informatik. Syntax, das Format der gültigen Nachrichten und die Semantik, also das Vokabular und die Bedeutung der gültigen Nachrichten. Umgangssprachlich einfach, hier haben wir in jedem Protokoll haben wir also einfach ein Regelwerk, wir haben Vereinbarungen zwischen Kommunikationspartnern. Ja? Wir haben definiert, wie sehen Verbindungen aus, also wie werden die auf- und abgebaut, wie sieht es aus mit Synchronisationspunkten, was passiert bei Fehlern, ja? Wenn die erkannt werden, passiert dann vielleicht gar nichts, ja? Werden die dann ignoriert oder werden die irgendwie propagiert, also werden die Teilnehmer dann benachrichtigt, werden dann Dinge nochmal neu geschickt. Ja, wie sehen gültige Nachrichten aus und wie werden die Nachrichten kodiert? Das habe ich auch schon ein bisschen vorweggenommen am Anfang. Wir haben in jedem Rechnernetz nicht nur ein Protokoll, sondern wirklich sehr viele und diese Protokolle sind in Schichtenmodelle, man sagt dann auch Referenzmodelle, eingeordnet und jede Schicht, jede Ebene im Referenzmodell, die behandelt also bestimmte Aspekte der Kommunikation und bietet also Schnittstellen zu den benachbarten Schichten an. Wir haben in jeder Schnittstelle haben wir also Operationen und diese Operationen zusammengenommen, das ist dann ein sogenannter Dienst, ein Service. In den Schichten werden die Daten gekapselt. Das ist tatsächlich so ähnlich wie bei diesen Matroschka-Puppen, ja, also immer weiter gekapselt, immer weiter verpackt. Das ist also das Prinzip der Datenkapselung. Und beim Empfänger haben wir dann das Umgekehrte, da wird dann also entpackt. Ja, warum haben wir diese strenge Hierarchie in Ebenen oder in Schichten? Es ist so, wir können einzelne Protokolle ersetzen, ohne jetzt die anderen Protokolle dadurch zu beeinflussen. Das einfachste Beispiel, Sie können eine andere Netzwerktechnologie nutzen, aber also wenn Sie jetzt zum Beispiel von WLAN auf Ethernet wechseln, dann beeinflusst es nicht das IP-Protokoll, es beeinflusst nicht die Verbindung zwischen den Prozessen, zwischen Webserver und Browser, also auf der Transportschicht. Es beeinflusst nicht das Anwendungsprotokoll, HTTP. Also das spielt dann keine Rolle. Und genauso umgekehrt, Sie können ganz unterschiedliche Protokolle auf den oberen Ebenen verwenden oder auch neue Protokolle entwickeln und da einbringen. Das hat dann für die darunterliegenden Protokolle keinen Einfluss. Ja, so viel erstmal ganz einfach, um es ein bisschen komplizierter zu machen. Es gibt drei bekannte und etablierte Referenzmodelle oder Schichtenmodelle. Ich kann es Ihnen nicht ersparen, dass wir uns alle drei anschauen. Das Gute ist aber, sie sind sehr eng miteinander verwandt und ich versuche es so zu erklären, dass also die Unterschiede
sehr gut rauskommen. Und dann kann man sich es vielleicht auch ganz gut merken. Ja, fangen wir an mit dem einfachsten und ältesten Modell. Das ist das TCP/IP-Referenzmodell. In der Literatur, in englischsprachigen Büchern heißt es auch manchmal DoD-Schichtenmodell, Department of Defense-Schichtenmodell, Reference Model. Einfach weil das US Department of Defense hat das quasi mitfinanziert, die Entwicklung in den 70ern. Damals bei einem Projekt, dessen Namen man immer mal wieder im Bereich Rechnernetze hört, das sogenannte ARPANET. Es heißt manchmal, das ARPANET sei der Vorgänger des Internet gewesen. Das stimmt aber so nicht. Das ARPANET war das erste mir bekannte große Netz, also geografisch sehr große Netz, das zwei grundsätzliche Eigenschaften des Internets implementiert hat. Einmal Paketvermittlung, also alle Informationen wird als unabhängige Pakete, unabhängig voneinander übertragen. Das kennen Sie ja, einzelne Pakete können über einen Weg gehen, andere gehen über einen anderen Weg. Das merken Sie dann gar nicht im besten Fall. Und zweite Kriterium, zweiter Aspekt, konsequenter Verzicht auf zentrale Komponenten. Ja, weil zentrale Komponenten sind immer potenziell Ausfallpunkte und Flaschenhälse und auch Angriffsziele. Ja, also. Genau, das ARPANET wurde irgendwann ein Teil des Internet, wurde da also angedockt und ist dann irgendwann auch quasi, ja, wurde obsolet und ist dann auch so irgendwann abgeschaltet worden. Genau, nichtsdestotrotz, im Rahmen dieses Projekts wurden also viele Grundlagentechnologien entwickelt, die dann auch später im Internet Anwendung gefunden haben. Und dieses Schichtenmodell ist also da jetzt ein Beispiel. Es wurde dann also definiert, man müsse also vier aufeinander aufbauende Ebenen haben und für jede Ebene wurde also definiert, was sie zu bieten hat, welche Funktionalitäten und welche Dienste. Also wie die Schnittstellen aussehen. Es wurde aber nicht definiert, wie die Implementierung genau aussieht. Und das war dann wiederum Voraussetzung, dass da also mehrere Protokollimplementierungen entstehen konnten. Wenn wir uns jetzt mal diese Schichten anschauen, da haben wir erstmal ganz, ganz elementar unten die Netzzugangsschicht. Wir haben die Internetschicht, dann haben wir die Transportschicht und dann haben wir die Anwendungsschicht. Das heißt, es wird also von unten nach oben immer abstrakter. Oben haben wir also die reine Software, und unten da haben wir also sind wir ganz nah an der Hardware. Oder da haben wir quasi die Hardware. Wir sehen hier einige Beispiele für Protokollimplementierung und einige von den Namen, die kommen Ihnen bestimmt bekannt vor. Also Ethernet und WLAN zum Beispiel hier bei der Netzzugangsschicht, IP, das Internet Protocol, in der Internet Schicht, IP-Version 4 oder IP-Version 6, TCP und UDP in der Transportschicht zur Verbindung von Prozessen und in der Anwendungsschicht hier oben, da haben wir dann die Anwendungsprotokolle, das sind dann also die Nachrichten, die wir übertragen wollen, entsprechend der Anwendung ja, formatiert, kann man sagen. Da haben wir zum Beispiel HTTP oder SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, Domain Name System oder hier SSH, also diese klassischen Anwendungsprotokolle. Ich habe es schon vorweggenommen, die Nachrichten werden immer in jeder Schicht immer ein bisschen mehr verpackt. Ja, das kann man sich tatsächlich erstmal so vorstellen, wie ein Kästchen wird in ein anderes Kästchen gelegt oder ein Paket wird in ein anderes Paket hineingebracht und dann wird wieder verpackt. Also da werden Adressat, wird Adresse und Absender draufgeschrieben. So kann man sich das vorstellen. Wir sehen also hier unsere vier Ebenen und wir sehen also, die Nachricht wird von der Anwendungsschicht Ebene für Ebene durchgereicht. Und in jeder Ebene wird
mindestens mal vorne ein Header angefügt, also zusätzliche Informationen. Und was haben wir da drin? Also wie gesagt, zum Beispiel Absender- und Empfängeradressen zum Beispiel. Und in der Netzzugangsschicht, da wird auch noch hinten was dran gehängt, der sogenannte Trailer, der Anhang. Und hier haben wir Prüfsumme. Ja, hier haben wir eine Prüfsumme drin. Also damit kann dann der Empfänger überprüfen, ob der Inhalt korrekt ist. Genau. Nach dem Verpacken auf Senderseite wird dann diese Nachricht mit diesen ganzen Header- und Trailer-Informationen, diese Nachricht, das ist ja eigentlich nur ein Bitstrom, eine Sequenz von Einsen und Nullen, die wird dann also in der Netzzugangsschicht noch in analoge Signale konvertiert, entsprechend dem Leitungscode, den die Netzwerktechnologie vorgibt. Und diese analogen Signale, die laufen dann also auf dem Kommunikationskanal, auf dem Übertragungsmedium. Und beim Empfänger wird dann also rückkodiert, Signale in Bitstrom, und dann wird also wieder ausgepackt Schicht für Schicht, ja, bis zur Anwendungsschicht. Nochmal kurz zurück. Wir sehen, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, also physisch ist der Informationsfluss, so wie hier mit diesen durchgezogenen Pfeilen dargestellt, also es werden immer die Informationen von Schicht zu Schicht weitergegeben und auf dem Kommunikationskanal natürlich. Aber das, was unsere einzelnen Ebenen oder die Implementierungen auf den einzelnen Schichten, was die sehen, ja, die logische Kommunikation, könnte man sagen, die ist ja von Ebene zu Ebene. Also anders gesagt, Ihr Browser kommuniziert mit dem Webserver. Ja. Der Browser und der Webserver, die wissen nichts von den Ebenen darunter. Müssen sie ja auch nicht. Ist auch gut so, dass sie das nicht wissen. Aber der Informationsfluss ist natürlich wirklich so wie hier dargestellt. Ja. Gut, das TCP-IP-Referenzmodell mit den vier Ebenen ist also, das finden Sie in fast jedem Netzwerkbuch. Es hat allerdings einen kleinen Nachteil. Es ist etwas ungenau, sagen wir es mal so, oder es ist etwas verkürzend, weil das, was wir hier in der untersten Schicht haben, in dieser Netzzugangsschicht, ist so ein ganzer Bauchladen an Funktionen, die man nicht unbedingt in eine Ebene zusammentackern sollte, müsste. Es macht durchaus Sinn, diese unterste Ebene zu unterteilen. Also einer der Menschen, die das propagieren, ist zum Beispiel der Herr Tannenbaum. Ich schließe mich dem auch in dem Fall gerne an. Wenn wir jetzt also diese unterste Ebene, diese Netzzugangsschicht unterteilen, wenn wir daraus zwei Schichten machen, dann kommen wir zu einem 5-Ebenen-Referenzmodell. Und das ist das Zweite, was ich Ihnen vorstellen möchte, das ist das hybride Referenzmodell. Das ist also eine kleine Erweiterung des TCP-IP. Modells. Ich werde mich den Rest des Semesters, also den kompletten Netzwerkpart dieses Moduls, am hybriden Referenzmodell orientieren. Und die einzelnen Ebenen, das ist dann auch der Fahrplan für die nächsten Wochen, die uns noch bleiben, und für die nächsten Foliensätze. Also, wir haben jetzt mal einen ganz kleinen Schnelldurchlauf durch diese 5 Ebenen. Pro Ebene quasi eine Folie, so als kleine Vorstufe, als Appetizer, ja. Und in den nächsten Wochen schauen wir uns dann diese Ebenen wirklich intensiv an. Man kann ganz oben anfangen, das ist auch etabliert, das ist dann der Top-Down-Ansatz, weil im Alltag bewegen wir uns ja eher hier oben in der Anwendungsschicht. Weil ich aber so ein bisschen hardware-affiner Typ bin, ein bisschen technisch, ich mag die technische Komponente gern, gehöre ich aber zu denen, die gerne beim Elementaren, also ganz unten anfangen, bei der Bitübertragungsschicht. Also Bitübertragungsschicht in der Literatur, Physical Layer auch,
Hier ist es also wirklich denkbar elementar. Hier geht es also um die Übertragung der Einsen und Nullen auf dem Übertragungsmedium. Wir haben hier in den Protokollen der Bitübertragungsschicht haben wir definiert, wie ist der physische Anschluss an das Netz. Also was gibt es für Stecker und Buchsen? Ja? Wie viele Leitungen haben wir? Was gibt es für Antennen? Wie stark senden die und dergleichen? Also wirklich sehr elementar. Wir haben hier die Leitungscodes, also wie wird der Bitstrom in Signale konvertiert und auch wieder rückkonvertiert von Signalen in Daten. Und entsprechend dieser Protokolle und verwendeten Übertragungsmedien haben wir dann also hier auch definiert, wie schnell ist überhaupt das Netz? Ja, also wie viele Bit können pro Sekunde gesendet werden? Haben wir Simplex, Duplex oder Halbduplex Betrieb? Und wir haben hier auch einige Geräte. Also wir haben hier Repeater, wir haben Konverter und wir haben Hubs. Repeater verstärken Signale nur. Medienkonverter nutzen wir, wenn wir zum Beispiel unterschiedliche Übertragungsmedien zusammenhängen wollen. Und Hubs sind einfach Multiport-Repeater. Also die haben einfach mehr als zwei Schnittstellen. Wir schauen uns die Bitübertragungsschicht etwas also intensiver auf Foliensatz 8 dann an. Allerdings, dieser Foliensatz hat stark federn lassen müssen, also der ist nicht mehr sehr umfangreich. Macht auch Sinn für Sie, weil Sie natürlich im Alltag eher auf den Schichten weiter oben unterwegs sind. Die zweite Schicht, die Sicherungsschicht, Data Link Layer, da geht es jetzt um den fehlerfreien Austausch von Informationen und diese Informationen, die heißen korrekt Rahmen. Das sind die Dateneinheiten, die also hier ausgetauscht werden. Je nach Technologie, die wir verwenden, haben wir dann also hier Ethernet-Rahmen oder WLAN-Rahmen oder Bluetooth-Rahmen. Und es geht jetzt hier um Datenaustausch innerhalb physischer Netze, also zum Beispiel innerhalb Ihres lokalen WLANs oder innerhalb Ihres lokalen Ethernets. Wie schon vorweggenommen, es werden jetzt auch Übertragungsfehler erkannt mit Hilfe von Prüfsummen. Das ist das, was hinten an dem Trailer, der Trailer, der hinten angehängt wird, da ist eine Prüfsumme drin. Und jetzt ist die gute Frage, was passiert, wenn ein Empfänger auf der Sicherungsschicht einen Fehler erkennt? Dann passiert nichts. Ja? Dann wird der Rahmen einfach nur weggeschmissen. Es wird nichts neu angefordert. Wenn Sie wollen, dass fehlerhafte Übertragungen neu angefordert werden, dann muss das weiter oben geschehen auf der Transportschicht mit dem Transportprotokoll TCP. Ich nehme es jetzt mal vorweg. Wir haben das ja auch letzte Woche, im letzten Foliensatz, haben wir uns das ja schon angeschaut bei der Interprozesskommunikation, ja? UDP und TCP. Aber gut. Also Sicherungsschicht sind wir noch. Wir haben hier jetzt auch erstmals Adressen. Ja, in der Bitübertragungsschicht hatten wir keine Adressen, da haben wir nur Signale hin und her geschickt von Empfänger zwischen Sender und Empfänger auf einer Wegstrecke. Und jetzt sind wir halt in einem physischen Netz und jetzt haben wir also auch richtige Adressen, nämlich Hardware-Adressen, MAC-Adressen. Die MAC-Adressen, die kennen Sie. Wenn Sie mal gucken, unten auf Ihrem Laptop ist wahrscheinlich ein Aufkleber oder wenn Sie sich ein neues Mobiltelefon kaufen, da sind dann auch so Aufkleber mit MAC-Adressen drauf. Jedes Netzwerkgerät hat eine eindeutige physische Hardware-Adresse, eine MAC-Adresse. Dann die Protokolle der Sicherungsschicht auf Senderseite, die verpacken Pakete der Vermittlungsschicht, IP-Pakete in Rahmen, Ethernet oder WLAN-Rahmen zum Beispiel. Und diese Rahmen, diese Frames, die sollen dann also möglichst zuverlässig innerhalb eines physischen Netzes von einem Gerät zum anderen übertragen werden, mit Hilfe der Adressen auch. Der Empfänger,
Auf Empfängerseite muss das Protokoll der Sicherungsschicht im Bitstrom von der Bitübertragungsschicht schauen, ist da ein Rahmen drin, sind da Rahmen drin, und wenn ja, diese Rahmen also extrahieren und dann auf Korrektheit überprüfen und dann gegebenenfalls weiterleiten oder an die oberen Protokollebenen weiterreichen. Wir haben hier auch Geräte auf der Sicherungsschicht. Wir haben Bridges. Bridges werden genutzt, um physische Netze miteinander zu verbinden. Also zum Beispiel ein WLAN mit einem Ethernet oder ein WLAN mit einem anderen Funknetz oder sowas. Und wir haben Layer 2 Switche. Ein Layer 2 Switch ist eine Multiport Bridge. Das heißt also, wenn Sie jetzt in Elektronikmarkt gehen würden, ja, oder Sie würden sich einen Switch bestellen, so im Bereich von 20, 30, 40 Euro, das sind immer Multiport Bridges. Ja, Sie können es auch einfach sagen, wenn Sie es nicht konfigurieren können, dann ist es immer eine Multiport Bridge. Ja, dann arbeitet es also auf Sicherungsschicht, auf der Sicherungsschicht. Modems gehören auch zur Sicherungsschicht und die verbinden ja auch physische Netze, ja. Da werden also Informationen dann hochmoduliert auf eine Trägerfrequenz und auf Empfängerseite dann wieder demoduliert. Genau, Foliensatz 9 wird sich dann exklusiv mit der Sicherungsschicht beschäftigen. Da schauen wir uns dann auch an, wie Rahmen aussehen, also die Struktur. Und wir schauen uns zumindest Ethernet ein bisschen intensiver an. WLAN, muss ich leider sagen, habe ich fast komplett rausgestrichen. WLAN ist ein sehr umfangreiches Thema. Kann man quasi eine eigene Vorlesung dazu machen. Genau, die nächste Schicht, die dritte, das ist dann die Vermittlungsschicht, Network Layer. Und hier werden logische Netze miteinander verbunden. Wir haben hier also Paketvermittlung zwischen logischen Netzen. In der Sicherungsschicht hatten wir die physischen Netze. Und es ist so, wir verbinden die physischen Netze zu größeren logischen Netzen. Und die Daten, die also zwischen den logischen Netzen hin und her geschickt werden, das sind die sogenannten Pakete, die IP-Pakete. Und die müssen ja vermittelt werden, die müssen geroutet werden. Es muss also ein möglichst guter Weg zwischen Sender und Zielnetz gefunden werden. Und die Router, das sind dann also die Geräte, die die logischen Netze miteinander verbinden. Die Switche verbinden die physischen Netze und die Router verbinden die logischen Netze. Wir haben ja schon vorweggenommen, jedes Paket wird unabhängig ans Ziel vermittelt, unabhängig ans Ziel geroutet. Der Pfad wird dabei auch nicht aufgezeichnet und das Protokoll, also hier ist jetzt ist eindeutig, hier ist also ein Protokoll global etabliert und das ist das IP, das Internet Protocol. Und das Internet Protocol, das gibt es ja in der Version 4 und Version 6, das definiert also natürlich auch Adressen, und zwar logische Adressen. Das sind dann die IPs, die IP-Adressen. Also auf Senderseite muss das IP, das Internet Protocol, die Nachrichten der Transportschicht, das sind die sogenannten Segmente, die TCP- oder UDP-Segmente, in IP-Pakete verpacken. Und diese IP-Pakete, die werden dann an die Sicherungsschicht weitergegeben, um sie dann in Rahmen zu verpacken. Und die Rahmen werden ja dann zum sind ja ein Bitstrom, und die werden dann also in Signale übertragen. Und auf Empfängerseite, da ist es also umgekehrt, da muss dann also geschaut werden, enthält ein Rahmen ein Paket, und wenn ja, muss es dann also auf der Vermittlungsschicht entsprechend ausgewertet und verarbeitet werden. Ja, also die Router, die verbinden logische Netze. Es gibt hier aber auch noch Entschuldigung, habe heute so einen kleinen Frosch im Hals. Es gibt aber auch noch eine Kategorie von Switches hier, die Layer 3 Switche. Kann man sich jetzt relativ einfach merken, was die machen. Das sind im Prinzip Router mit reduziertem Funktionsumfang. Ein Layer 3 Switch, der verbindet auch physische Netze, hat aber keinen
Anschluss an ein Wide Area Network, hat also keinen WAN-Port. Das heißt also, mit einem Layer 3 Switch können Sie nicht direkt an Ihren Internet-Service-Anbieter sich anbinden. Also Sie können nicht direkt eine Internetverbindung aufbauen damit. Mit einem Router geht es. Ja. Das heißt also, wo brauchen Sie einen Layer 3 Switch? Sie in der Regel gar nicht, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel an eine Hochschule denken oder ein sehr großes Unternehmen, wo also sehr viele logische Netze implementiert sind, zum Beispiel für jede Arbeitsgruppe eins oder jede Abteilung eins, da kann sowas, da macht sowas dann durchaus Sinn, dass man dann also dedizierte Layer 3 Switche hat und dann natürlich auch noch Router dazu. Ja, als Protokoll haben wir hier das IP. Es gab auch früher andere Vermittlungsschichtprotokolle, aber die wurden von IP eigentlich alle verdrängt. Ja, dann eine Ebene höher auf der Transportschicht. Hier haben wir jetzt die Verknüpfung der Prozesse miteinander. Also Sicherungsschicht, hier haben wir Hardware, also hier haben wir Geräte innerhalb physischer Netze miteinander verbunden. Auf der Vermittlungsschicht haben wir logische Netze verbunden oder Geräte auf der logischen Ebene. Und auf der Transportschicht verbinden wir jetzt Softwareprozesse miteinander, also wie Client- und Serverprozesse, Browser- und Webserver, E-Mail-Client und E-Mail-Server, SSH-Client und SSH-Server. Und die Nachrichten, die hier versendet werden, das sind die sogenannten Segmente. Das sind dann die UDP- oder TCP-Segmente, entsprechend der verwendeten Transportprotokolle. Also zwei sind da etabliert, UDP und TCP. Hatten wir ja schon letzte Woche im letzten Foliensatz. Also entsprechend verbindungslose Kommunikation oder verbindungsorientierte Kommunikation. Wir haben hier auch Adressen. Wir hatten in der Sicherungsschicht, da hatten wir die MAC-Adressen. MAC-Adressen adressieren Netzwerkgeräte, also Schnittstellen könnte man auch sagen. Auf der Vermittlungsschicht hatten wir die IPs, da haben wir also Maschinen oder richtige Netzwerkgeräte adressiert, also zum Beispiel einen Router. Und auf der Transportschicht, da adressieren wir die einzelnen Prozesse im Betriebssystem, die also netzwerkfähig sind. Und zwar mit den Portnummern, mit den Ports. Ja, und da kennen Sie ja so ein paar Klassiker, Port 80 für Webserver, Port 22 für SSH und dergleichen. Genau, also beim Sender werden hier die Daten der Anwendungsschicht, die werden also verpackt in TCP- oder UDP-Segmente und beim Empfänger, da werden die also entpackt dann. Da wird dann also in den IP-Paketen geguckt, sind da TCP- oder UDP-Segmente drin und die werden dann auf der Transportschicht ausgewertet. Ja, zur Transportschicht, haben wir einen eigenen Foliensatz auch wieder, das ist der Foliensatz 11 und bei der Vermittlungsschicht, das habe ich jetzt glaube ich gar nicht gesagt, da haben wir dann den Foliensatz 10. Ja, das ist jetzt ein bisschen Wiederholung, weil Sie ja letzte Woche alle da waren und da hatten wir dann die Interprozesskommunikation und da war ja eine der vier Kommunikationsmöglichkeiten, war ja über Sockets. Und da haben wir ja gesagt, Sockets, TCP oder UDP und verbindungslos oder verbindungsorientiert. Kleine Wiederholung, verbindungslose Kommunikation. Es wird also halt einfach keine Verbindung vorher aufgebaut. Die Segmente werden einfach rausgeschickt. Kann sein, dass sie ankommen. Kann aber auch sein, dass sie nicht alle ankommen. Die Reihenfolge, in der sie ankommen, ist auch unbestimmt. Das Ganze ist also im Prinzip so, wie wenn Sie Postkarten in den Briefkasten schmeißen. Da wissen Sie auch nicht, in welchem Zustand und wann und ob die überhaupt ankommen. Vorteil ist einfach, der Verwaltungsaufwand ist sehr niedrig. Ja, und dadurch ist dann auch der potenzielle Datendurchsatz höher. Und wenn für Ihre Anwendung okay ist, dass Sie also keine Kontrolle haben und dass auch gerne mal was verloren gehen kann, dann ist es auch in Ordnung. Zum Beispiel bei Videokonferenzen in Live-Situationen. Bei verbindungsorientierter Kommunikation wird erst eine Verbindung aufgebaut, so ähnlich wie beim Telefon, ja, könnte man sagen. Da wird ja auch erst gesagt, hallo, hier bin ich, ich
möchte gerne mit Ihnen reden. Und wenn dann die Verbindung aufgebaut ist, dann kann also Datenaustausch auf der bestehenden Verbindung stattfinden. Und irgendwann kann dann diese Verbindung auch wieder abgebaut werden. Wir haben jetzt hier einige Features, zum Beispiel Datenflusskontrolle und Überlastkontrolle. Datenflusskontrolle heißt, der Empfänger steuert die Geschwindigkeit des Senders, ja, damit der Sender also nicht zu schnell ist für den Empfänger. Das ist so ähnlich wie beim Telefon, wenn man dann seinem Gesprächspartner sagt, jetzt red doch nicht so schnell, ja, ich kann gar nicht richtig zuhören, ja, das ist mir jetzt zu schnell, kann ich gar nicht erfassen. Oder mach mal eine Pause. Und die Überlastkontrolle, da ist es so, da wird natürlich auch versucht, den Empfänger nicht zu überlasten, aber es wird auch geguckt, dass das Netz nicht überlastet. Ja, es wird also geschaut, wie viel Datenübertragung verträgt das Netz, bevor es also zu Verlust kommt. Und das ist ja dann auch so ähnlich wie beim Telefon, kann man jetzt wieder sagen, wenn man sagt, ja, also ich habe da was nicht verstanden, ja, kannst du das nochmal wiederholen? Das war mir zu undeutlich. Ja, also bei verbindungsorientierter Kommunikation, da haben wir eine verlustfreie Lieferung der Segmente garantiert und auch die korrekte Reihenfolge. Ja, und wir haben eine Zustellgarantie. Ja, der Sender, der bekommt regelmäßige Bestätigung, Quittung. Auch wieder so ähnlich wie beim Telefon. Ja, wenn da nach einer gewissen Zeit keine Bestätigung kommt, bist du noch da? So kann man sich das vorstellen. Ja, last but not least, die Anwendungsschicht. Bei der Anwendungsschicht, da haben wir also die Protokolle drin, mit denen die Anwendungsprogramme zusammenarbeiten. Also Browser und E-Mail-Programm und so. Also hier haben wir unsere Nachrichten formatiert entsprechend dem Anwendungsprotokoll. Und hier haben wir dann also HTTP oder SMTP, SSH, DNS und dergleichen. Das schauen wir uns dann in Foliensatz 12 noch an und dann ist das Semester zu Ende. Hier nochmal so ein bisschen Blick zum großen Ganzen. Also wie die Kommunikation wirklich stattfindet. Und man kann auch sagen, das ist hier die vertikale Kommunikation. Also die Kommunikation durch die Schichten, durch die Ebenen in den Referenzmodellen. Wir sehen also, beste Beispiel jetzt hier, ein Benutzer erstellt Daten, also er schreibt zum Beispiel die E-Mail, ja. Und diese Daten, die werden dann also entsprechend des Anwendungsprotokolls formatiert. Also zum Beispiel über das Simple Mail Transfer Protocol wird dann also diese E-Mail formatiert. Und diese SMTP-Nachricht, die liegt ja jetzt auf der Anwendungsschicht vor und die wird in der Transportschicht in ein Segment verpackt. Das heißt also, diese SMTP-Nachricht bekommt einen TCP-Header. E-Mails werden immer über TCP eigentlich geschickt, weil da ist ja jetzt keine Live-Situation und die E-Mail soll ja korrekt und am Stück ankommen. Also es wird ein TCP-Header angehängt. Und in dem TCP-Header steht dann zum Beispiel Portnummer von Sender und Empfänger. Stehen auch noch mehr, stehen auch noch Sequenznummer und dergleichen, aber das ist jetzt nicht so wichtig an der Stelle. In dem Moment, wo der Header vorne an der SMTP-Nachricht hängt, ist es jetzt ein TCP-Segment. Und dieses TCP-Segment, das wird an die Protokollimplementierung der Vermittlungsschicht übergeben, also an den IP-Stack sozusagen unseres Betriebssystemkerns. Und das IP-Protokoll und diese Implementierung wird dann einen weiteren Header vorne dran setzen, nämlich den IP-Header. Es wird also ein IP-Paket jetzt daraus gemacht. Und dieser IP-Header, der enthält dann zum Beispiel die IP-Adresse von Sender und Empfänger. Auch noch einiges mehr, aber das reicht jetzt mal an der Stelle. Und dann sehen wir, in dem Moment, wo der Header hier vorne dran hängt, ist es ein IP-Paket. Und dieses IP-Paket von der Vermittlungsschicht wird dann an die Sicherungsschicht übergeben, also an die Protokollimplementierung auf unserer lokalen Maschine wahrscheinlich. Und
dieses Sicherungsschichtprotokoll wird dann vorne und hinten weitere Verwaltungsdaten anhängen. Vorne im Header, je nachdem, was ist es jetzt, Ethernet, was wir nehmen, oder WLAN oder Bluetooth oder was auch immer. Es steht dann also vorne im Header, da stehen dann also die MAC-Adressen von Sender und Empfänger im lokalen Netz drin, und hinten im Anhang, da steht dann also die Prüfsumme drin, um also zu gucken, ob der Inhalt hier korrekt übertragen wurde beim Empfänger. In dem Moment, wo der Header und der Trailer von der Sicherungsschicht dranhängen, ist es ein Rahmen, ein Ethernet oder WLAN oder Bluetooth-Rahmen, je nachdem, was wir verwenden. Und dieser Rahmen, den können wir ja als Bitstrom sehen. Und dieser Bitstrom, der wird dann auf der Bitübertragungsschicht konvertiert, entsprechend des Übertragungsmediums und der Netzwerktechnologie, die wir verwenden. Und dann werden diese analogen Signale also rausgeschickt, und beim Empfänger ist es dann genau umgekehrt. Ja, da wird dann also entsprechend wieder entpackt. Das ist also der Weg der Kommunikation, sind also ganz schön viele Schritte, ganz schön viele Zwischenschritte. Und man sieht, man kann jetzt hier einzelne Schichten, könnte man also austauschen, ohne dass die anderen Schichten davon etwas merken. Ja. Voraussetzung ist einfach, dass die Schnittstellen erhalten bleiben. Dazu eine Frage. Ja. Das heißt, wenn jetzt quasi auf dem Weg der Kommunikation das Paket abgefangen wird und dann so weit entpackt wird, dass zum Beispiel in der Vermittlungsschicht die IP-Adresse geändert werden würde, das würde dann an der Ziel erstmal zum Beispiel der Sicherungsschicht nicht auffallen, da wäre keine Überprüfung möglich. Also auf der Vermittlungsschicht müssen auch tatsächlich hin und wieder die Adressen geändert werden, eigentlich bei fast uns allen, weil wir ja Network Address Translation verwenden. Ja, wir haben das ja auf bösartige. Ja, da haben Sie recht. Deshalb geht man ja auch immer mehr darauf hin, verschlüsselte Kommunikation zu verwenden, also auf der Anwendungsschicht, dass es dann quasi egal ist, was hier ein Stück weit, wenn hier was passieren würde. Ja? Das würde ja dann auf der Anwendungsschicht identifiziert werden. Die Frage ist halt, was will man damit erreichen, wenn man jetzt hier was ändern würde? Ja, also man könnte jetzt Daten umleiten oder so, aber... Das iPhone wechselt doch zum Beispiel auch erst seit relativ kurzem immer die MAC-Adressen, weil da hatte ich nämlich Probleme mit meinem Internet und der meinte, das liegt daran. Nee, das glaube ich eher nicht. Die MAC-Adresse, die MAC-Adresse auf der Sicherungsschicht, die bekommt jedes Netzwerkgerät bei der Herstellung quasi eingepflanzt in die Firmware, und die muss auch für die ganze Lebensdauer eigentlich gleich bleiben. Sie können das softwaremäßig ändern, aber nicht dauerhaft. Das funktioniert dann nur bis zum nächsten Reboot. Ja, danke. Klingt eher so ein bisschen nach einem Konfigurationsproblem, wenn Sie da Probleme haben. Aber es ist, an der MAC-Adresse wird es, glaube ich, eher nicht liegen. Sie haben vielleicht bei Ihrem WLAN-Router eingestellt, dass nur bestimmte MAC-Adressen Teil des Netzes werden können. Das könnte vielleicht ein Problem sein. Ja, nee, ich habe nur gesehen, dass es irgendwas Neues gibt mit privater Adresse und dass ich da, das ist wahrscheinlich dann irgendwas anderes. Wir gucken in der nächsten Übung zusammen, okay? Okay, wir gucken zusammen in der nächsten Übung. Zeigen Sie es mir. Okay, also die Kommunikation ist tatsächlich so vertikal, Schritt für Schritt, wie ich es eben erzählt habe. Ich weiß, dass es jetzt erstmal viel ist für Sie, Sie müssen das jetzt auch nicht alles im Kopf haben. Wir laufen ja dann die nächsten Wochen zusammen Schicht für Schicht durch die Foliensätze, jeder Foliensatz eine eigene Schicht. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie am Ball bleiben zum Ende des Semesters, da haben Sie das dann total durchdrungen. Also da können Sie dann zu jeder Ebene sagen, was passiert da, und dann wissen Sie genau, wie die Zusammenhänge sind zwischen TCP und UDP und IP und Ethernet und alles. Das ist ja jetzt erstmal so der Schnelldurchlauf, sagen wir mal, das große Ganze. Genau, also die Kommunikation läuft hier vertikal, aber unsere Anwendungen oder die einzelnen Ebenen, die einzelnen Protokollimplementierungen, die sehen das eigentlich nur so horizontal. Ja? Also TCP-Stack
kommuniziert mit TCP-Stack, IP-Stack mit IP-Stack, Ethernet-Gerät mit Ethernet-Gerät. Signale laufen von Stecker zu Buchse, ja. Oder das Webserver kommuniziert mit Browser, aber die Daten laufen tatsächlich diesen langen Weg. Ja. Also diese horizontale Kommunikation, die findet quasi virtuell statt. Oder die ist das Vertikale ist transparent, das ist verborgen für die einzelnen Ebenen. Und dieses Horizontale, was wir uns quasi wünschen oder was wir wollen, das findet quasi dadurch, man kann sagen, virtuell statt. Ja, also das hybride Referenzmodell, das finde ich persönlich am sympathischsten. Es gibt auch noch eine Alternative, das ist das ISO-OSI-Referenzmodell. Also von der ISO, das ist so quasi dieses amerikanische Institut von Normung, man könnte sagen die amerikanische DIN, ja. Und das OSI steht für Open Systems Interconnection. Also in der Literatur heißt es einfach OSI-Referenzmodell oder ISO-OSI-Referenzmodell. Es ist jünger als das TCP-IP-Referenzmodell. Und um zu verstehen, wie es dazu kam, kann man sagen, irgendwann, nach einigen Jahren, nachdem es dann das ARPANET und das TCP-IP-Referenzmodell gab, hat wohl die ISO sich überlegt, man könnte doch mehrere zusätzliche Schichten haben und könnte da also mehr Funktionen kapseln. Und es wurden dann also gesagt, man sollte diese Netzzugangsschicht doch unterteilen in zwei Schichten. Das ist auch sinnvoll, das hat ja dann auch das hybride Referenzmodell übernommen. Und die ISO hat dann also auch gesagt, die Anwendungsschicht, die oberste Schicht, sollte auch unterteilt werden in drei Schichten. Weil für diese Anwendungen, für die Anwendungsschicht, da kann man also so viele Funktionalitäten denken und da könnte es ja sinnvoll sein, wenn man das also fein granularer gliedert, also unterteilt, damit man dann also unterschiedliche Protokollimplementierungen hier einbringen kann und die dann auch wieder austauschbar und interoperabel machen kann. Das heißt also, das OSI-Referenzmodell oder ISO-OSI-Referenzmodell entspricht dem Hybriden mit einer Ausnahme, die Anwendungsschicht ist zusätzlich unterteilt. So, in fast jedem Netzwerkbuch werden Sie auch ein Bild von diesem ISO-OSI-Referenzmodell finden und viele Autoren erklären dann also mit Inbrunst, dass also diese beiden Ebenen hier ganz wichtig seien. Wir gucken sie uns mal an. Ja? Also diese neuen Ebenen hier, die Sitzungsschicht und die Darstellungsschicht. Ja. So, die Sitzungsschicht, Session Layer. Da war das Konzept Ende der 70er, Anfang der 80er, man könne doch hier Dialoge zwischen Prozessen implementieren und die werden dann also hier kontrolliert, also quasi Verbindungen. Wenn man dann solche Verbindungen hat, solche Dialoge, dann ist hier ja wahrscheinlich definiert, wer als nächstes senden darf und für wie lange. Man könnte auch Synchronisationspunkte einbauen, das heißt, wenn es also zu einem Verlust der Datenübertragung, also wenn es zu einem Problem gibt, dann kann man zum Synchronisationspunkt zurückkehren, muss nicht alles von vorne beginnen. In der Tat, es gibt Protokolle, die so etwas machen, also, oder sowas Ähnliches. Also zum Beispiel Telnet, das ist der Vorgänger von SSH, so ähnlich, nur halt ohne Verschlüsselung. Ist ein Protokoll zur Fernsteuerung von Betriebssystemen. Oder FTP, ist eines der ältesten Protokolle, die ich kenne, zum Datentransfer, File Transfer Protocol. Hier gibt es solche Dialoge. Hier ist definiert, wer spricht als nächstes. Hier gibt es auch hier gibt es wirklich Sitzungen, Sessions. Diese Protokolle sind allerdings erstens uralt, so alt, dass sie fast gar nicht mehr verwendet werden. Und zweitens, der Hauptgrund, warum das eigentlich Quatsch ist, die Zuordnung zu einer Sitzungsschicht. Wenn Sie jetzt diese Protokolle, Telnet und FTP zum Beispiel, in die Sitzungsschicht verlagern, also hierhin, dann haben Sie ja nichts mehr drüber. Dann haben Sie ja gar kein Anwendungsprotokoll mehr. Das ist Unsinn, weil die
Anwendungen, also Telnet Client, Telnet Server, FTP Client, FTP Server, das sind ja Anwendungen. Ja? Also die nutzen die als Anwendungsprotokolle. Konkret ist es so, wenn Sie diese Anforderungen haben, also Sitzungen zum Beispiel oder Synchronisationspunkte, dann hat man das heute in den Anwendungsprotokollen, die man verwendet, drin. Das heißt, man braucht da also keine Sitzungsschicht. Die Sitzungsschicht ist effektiv tot. Die wird nicht verwendet. Bei der darüberliegenden, bei der Darstellungsschicht, Presentation Layer, ist es so, hier war also geplant, Ende der 70er, Anfang der 80er, man müsse hier Regeln definieren in den Protokollen zur Formatierung der Nachrichten, zur Präsentation. Und Sie müssen jetzt überlegen, damals, wir reden hier über Kommunikation, also reine textbasierte Kommunikation. Häufig hatte man dann so Felder, wo dann so Texte drin waren. Also ASCII-Nachrichten wurden da quasi hin und her geschickt. Man hätte jetzt hier definieren können, zum Beispiel Farben oder Datentypen für einzelne Felder, Kompression und Verschlüsselung hätte man vielleicht sinnvoll hier einbringen können. Aber auch diese ganzen Dinge hat man ja heute in den Anwendungen drin oder in den Anwendungsprotokollen. Das heißt also, auch diese Darstellungsschicht wurde meines Wissens effektiv nie verwendet. Also mir ist kein einziges Protokoll bekannt, was man sinnvoll dem zuordnen kann und gleichzeitig noch darüber ein Anwendungsprotokoll hat. Ist mir nicht bekannt. Ist also auch eine reine Totgeburt. Ja. Wenn wir jetzt das also von der Seite betrachten, muss man sagen, das ISO-OSI-Referenzmodell hat einen Geburtsfehler, ja, also diese Unterteilung der Anwendungsschicht in drei Ebenen, in drei Schichten, macht keinen Sinn. Ja. Wir haben eine Anwendungsschicht für Anwendungsprotokolle. Die Unterteilung in Sicherungsschicht und Bitübertragungsschicht macht aber Sinn. Also diese Netzzugangsschicht unterteilen in zwei Schichten, das macht Sinn, weil die sichere Kommunikation innerhalb physischer Netze mit MAC-Adressen und dergleichen, das ist schon irgendwie was ganz anderes wie bei der Bitübertragungsschicht hier, diese Leitungscodes und der physische Anschluss an das Übertragungsmedium mit den Steckern und den Buchsen und so. Das heißt also, die Kombination von diesen beiden Extremen, von TCP-IP-Referenzmodell und von dem ISO-OSI-Referenzmodell, das ist dieses hybride Referenzmodell, das ist also das jüngste dann von diesen beiden nach Tannenbaum, und das halte ich also für das Sinnvollste, weil es einfach am nächsten an der Realität dran ist. Ja? Es bildet die Realität am besten ab. Ja, wir werden also, wie schon vorweggenommen, in den nächsten Wochen, die uns noch bleiben, Schicht für Schicht hier nach oben marschieren. Zu jeder Schicht werde ich Ihnen die wichtigsten Funktionen erklären, also die Adressierungen zum Beispiel und wie die zugeordneten Geräte funktionieren. Und dann nach 5 Wochen haben Sie das dann 1a, so einen Überblick drauf, wie da die Zusammenhänge sind. Genau, ja, so viel zu unserer kleinen Einführung in die Rechnernetze. Der Einstieg. Haben Sie Fragen? Ist erstmal ein bisschen viel, ein bisschen erschlagen, gell? Wenn Sie möglichst viel vom heutigen Tag mitnehmen wollen, dann versuchen Sie nochmal das so ein bisschen hier zu verinnerlichen, diesen Weg der Information, diese vertikale Kommunikation, weil das ist ja dann quasi auch nochmal die Karte für die nächsten Wochen, ja, wo wir dann hier nach oben marschieren. Und ich denke, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Keine Fragen. Dann danke ich Ihnen trotzdem, dass Sie heute da waren. Und wenn Sie Fragen haben, dann melden Sie sich im Anschluss oder spätestens dann in den Übungen. Dankeschön. Tschüss, schönen Tag. Tschüss. Tschüss, schönen Tag.